Die waren auch mal schwächer. Irgendwas sagt mir, ich muss rüber zu ihr. Wow! Oh, hey, hey! Bleiben Sie zurück! Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Dann will ich, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Alles klar. Lass uns reden. Gut aufgeräumt übrigens. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Auch bekannt als Iron Man. Ellie. Hi. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Sag mal. Ich öffne ihnen die Tür. Aber danach sind sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Warten Sie, warten Sie. Na. Das ist mega geil. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Hier hat irgendwas geglüht. Ah, was ist denn das? Ah ja, perfekt. Das war's gewesen. Ja. Dann wollen wir hier mal folgen. Ja, ja, ich will ihn rufen. Na, Isaac. Alles klar? Oh, das ging schnell. Ach, da ist er. Die geben ja nichts, oder? Irgendwie nicht. Yep. Somit hätten wir schöne Impulsprojektile. Was? Achso. Die können wir verkaufen. Weil, because... Ich behalte noch den Plasma-Cutter. Mal schauen, ob was Schönes dabei rauskommt. Ja, den will ich auch alle verkaufen. 50 Schuss. Da ich im Moment eh nicht viel mit dem Plasma-Cutter mache. Dürfte die Munition erstmal reichen. Und dann schnappen wir uns noch ein bisschen von der Munition. So. Genau. Speichern. Dann tun wir das Ganze auch noch bestätigen. So. Ja.
Irgendwas sagt mir, das war schlecht. Ach, scheiß drauf. Nein! Aha! Irgendwo hier müsste einer hängen. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da. Nummer eins. Hier ist keiner mehr. Nee. Ich liebe es. Wo ist der? Ach. Was nehmen wir denn? Ach Mann, jetzt wieder Munitionsverschwendung. Shit. Au. Na, komm her. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Oh. Na, super. So, dann wollen wir mal. Ich sehe hier was. Lass mich raten. Ja. No. Jetzt kommen wieder die schrecklichen Babys. Toll. Verschlossen. Verschlossene Türen mag ich am liebsten. Oh nein. Bumm. Shit. Oh shit. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich echt gelitten. Boah. Mordsauerei. Jemand sollte hier mal sauber machen dann, wenn ich hier fertig bin mit Let's Playen. Nicht gut. Okay.
Es führt kein Weg dran vorbei. Los, Iron Man, Isaac. Das gefällt mir ja gar nicht. Der Timeout-Stuhl. Was will das? Wie Ratten, die aus ihren Nestern kriechen. Natürlich gibt's da nichts. Okay, jetzt muss man den Plasma-Cutter mal nehmen. Mist! Mist! Oh, und die lassen nicht... Die droppen nicht mal Zeug, das ist ja... War aber einer auf dem Timeout-Stuhl. Oh je. Es wird immer besser. Wash your hands! Nö. Das geht dich überhaupt nichts an, was ich mit meinen Hands mache. Ah, ich dachte gerade schon, ich bin falsch. Na dann. Textlog. Ja, ja. Bericht 8022 der Schulschwester. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu dem Problem, wenn Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig weh zu tun. Das All ist in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Vielen Dank, Schwester Roberts. Wir werden das berücksichtigen, wenn ich mal Kinder zeuge. Vielleicht. Ach, da ist ja die gute Schwester. Hallo. Ups. Da schon wieder ein Wecker, der auf 12 steht. Weh, du gehst los, ich sag's dir. Oh. So viele Medipacks. So langsam kriege ich Angst. Spalalalalalala, ich hab... Ja. Na,
Thank you.